Feindkontakt! Mein Greif wurde verletzt. Auf mein Zeichen. Und los! So. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Also ja, Darius sieht hier echt nicht gut aus. Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Sie kreisen uns ein! Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! So. Dann befreien wir mal Darius. Darius ist hier in eine Art magischen Altar geschlagen. Aus seinen aufgeschnittenen Armen rinnt seltsam glitzerndes Blut in Gefäße auf dem Altar. Er scheint fast leblos zu sein, nur seine Lippen bewegen sich in einem stummen Murmeln, wird das wahrscheinlich heißen, nicht Mummeln. Ach, das ist sogar ein R da drin. Okay, Darius befreien. Das ist die tolle Schriftart, wo das R irgendwie am M dran klebt. Er liest vorsichtig die Befestigung, die Darius auf der Altarplatte halten. Der alte Mann sackt in eure Arme. Mühselig richtet er sich schließlich auf und blickt euch in die Augen. Questbuch wurde aktualisiert. Die letzte Schlacht. Ja, sind wir immer noch dabei? Oder sind wir hier jetzt weiter? Er bekämpft Belial, um Rukam wieder in seine menschliche Form zurückzutreiben. Dann macht ihm mit Hilfe des Phönix ein Ende. Ihr müsst zuerst Rukam aus Belial in seine menschliche Gestalt zurücktreiben, sonst wird der Phönix seinen einzigen Peiniger nicht erkennen. Besiegt Belial und setzt dann den Phönix ein, sobald Belial sich wieder in Rukam zurückverwandelt hat. Ich danke euch. Ruht euch aus. Ihr habt viel Blut verloren. Ja. Genug, um die ganze Welt damit zu ertränken. Ist es wahr? Ihr seid Erion, der Gerechte? So nennen mich eure Schriften. Darius ist mein Name in der Sprache der Former. Dann habt ihr uns in der Schlacht um Fiyara geholfen. Ihr habt das Buch geschrieben, das Rohan verändert hat. Ja, ich habe Rohan das Buch der Konvokation gegeben. Ich habe ihn von Gerechtigkeit und Güte eingeflüstert und ihn befähigt, all die Portale für euch zu schaffen. Ich hätte geglaubt, ich könnte unbemerkt die Regeln der Götter beugen. Aber meine Brüder und Schwestern waren unerbittlich und stießen mich aus dem Kreis der Wächter aus. Einige Zeit lang floh ich vor ihrem Zorn über die Welt, bis ich das Erwachen des Zirkels spürte und beschloss, dort zu handeln, wo meine Geschwister erneut nur untätig zusehen würden. Aber ich war ein Dummkopf. Letzten Endes habe ich immer nur Unheil hervorgebracht. Euer Tun hat uns allen eine Welt zum Leben gegeben. Eine Welt, für die es sich zu kämpfen und zu sterben lohnt, Erion. Ihr seid der größte Gott von allen. Denn ihr habt euch selbst aufgegeben, damit die Völker eine Zukunft haben. Etwas, das wir gemeinsam haben, mein runengebundener Freund. Mein Weg endet hier. Aber ihr müsst euer Schicksal erfüllen. Könnt ihr heimkehren? Ja, Hokans Bann wird schwächer. Ihr habt ihn fast besiegt. Aber er darf sich nicht mit Belial verbinden. Wo ist Hokan jetzt? Er ist in Zarachs großem Saal. Dort bereitet er zusammen mit dem Zirkel seine Vereinigung mit Belial vor. Die Maske hat ihre volle Kraft erlangt.
Er hat bereits begonnen, sich in Belial zu verwandeln. Haltet ihn auf. Ihr habt die Mittel dazu. Ihr müsst zuerst Hokan in seine alte Form zurückzwingen, bevor ihr den Phönix freisetzt. Sonst wird er ihn nicht erkennen. Das heißt, wir müssen gegen Belial kämpfen? Mit unseren gewöhnlichen Waffen? Noch ist Belial nicht ganz mit Hokan verschmolzen. Noch ist er verwundbar. Ihr könnt zwar Hokan nicht schlagen, aber ihr könnt Belial damit aus ihm hinaustreiben. Einen Halbgott besiegen? Nie ist Menschen eine schwerere Aufgabe gestellt worden als diese. Aber nur so wird Hokan wieder in seine menschliche Form zurückkehren. Dann erst könnt ihr den Phönix freisetzen. Nur er kann Hokan und den Zirkel mit seinem Eilfeuer vernichten. Dies ist der einzige Weg. Es soll euer letzter Kampf für Eo sein, Freunde. Alle Götter und Geister blicken nun auf euch. Gut. Folgt mir! Das heißt, wir könnten jetzt hier durch und ins RPG-Gebiet, aber... Schnell! Nö. Bevor ich das RPG-Gebiet betrete... gibt es noch andere Dinge zu tun. Erst einmal fehlen uns Schädelmünzen. Dann haben wir noch den Kampf im Kolosseum und dann habe ich noch zwei weitere Sachen. Und erst wenn wir die alle gemacht haben, dann gehen wir durch das Portal. Also ja, natürlich könnte ich noch den ganzen Tant, den ich hier habe, verkaufen. Habe ich eigentlich den Helm oder was habe ich aus den Truhen schon bekommen? Ja. Den Helm habe ich. Die Beinlinge habe ich. Die Rüstung fehlt wahrscheinlich. Ja. Gut, das heißt, wir porten uns jetzt erst einmal zurück in den Schlund. Ja, dadurch verlieren wir hier alle unsere Monumente, aber wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben den Teil abgeschlossen. Da haben wir noch einen Scharpriester übersehen und da oben sind auch noch zwei. Porten wir uns noch darüber. Südliches Versteck. Nee, das ist da unten. Westen müssen wir. Ja, ich erinnere mich halt nicht dran, dass ich hier eine Schädelmünze eingesammelt habe.
Okay, ich werde mal Folgendes machen. Dadurch steht gerade kurz das Bild mal. So. Hier. In einer Kiste. Der nordöstlichste, das wäre der hier. Folgt mir. Da, guck dir mal. Sofort. Okay. Aber nee. Ich renne nicht darum. Also ja, ich glaube, ich hatte 12. Ich hatte... Bei alle anderen müsste ich eingesammelt haben. Also gut, die Kohle, die holen wir uns noch und dann gehen wir nach Empyria. Oh, dich haben wir irgendwo auf Rundreise geschickt, Kumpel. Das ist kein Problem. Osten. Ja, aber ihr wisst, was das bedeutet, das Let's Play. Also auf jeden Fall, der Playthrough neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Mit etwas Glück oder Pech oder was auch immer wird die nächste Aufnahmesession die letzte von diesem Playthrough sein. Bingo. Gut, damit können wir nach Empyria zurückkehren. Und gucken, ob wir da auch noch die Schädelmünze kriegen. Hätte ich gucken sollen, wie viele es waren. Aber es waren auf jeden Fall hier die 7. Und ich glaube, es waren hier auch nochmal 5, also 12. Weil es von denen, die ich noch nicht habe, fallen mir jetzt bloß 3 Stück ein. So, Empyria Unterstadt. Und hier soll es jemand mit weißen Haaren und einer Lederrüstung geben. Könnte sogar sie hier sein. Gehen wir mal ganz kurz noch nachgucken. Die halbe Minute haben wir. Ist aber scheinbar nicht sie. Sie dann eher. Meine Schädelmünze haben wir, soweit ich weiß, noch nicht geklaut.
Bingo. Also ja, ich würde sagen, ich speichere hier. Das heißt, es fehlt uns noch eine Schädelmünze. Gut, also speichern. Und dann wird jetzt endlich ein Cut gemacht. Also, bis gleich.